Wir haben eure Beschwerden vernommen und kommen der Bitte nach. Endlich mal ein Mediamarkt-Prospekt im Check. Doch ob ihr mit Schnäppchen belohnt werdet, schauen wir mal. Diese Woche dreht sich alles um Online-Shopping und bis Weihnachten dürfte sich das wohl kaum ändern. Doch was lohnt sich denn diese Woche bei Mediamarkt und was nicht? Fangen wir mit einem leicht verrückten Angebot an. Kauft ihr zwei Samsung SyncMaster 27 Zoll Monitore, erhaltet ihr den dritten umsonst. Dabei spart ihr gegenüber dem Einzelkauf im Internet satte 371 Euro, die ihr dann wahrscheinlich in einen größeren Schreibtisch investieren müsst. Platzsparender ist da der Funai-Fernseher mit 22 Zoll. Das kleine Drittgerät für die Küche oder das Gäste-WC gibt es schon für 139 Euro und ist somit 20 Euro günstiger als im Internet. Kopfhörer gibt es auch noch, die Beats Solo 2 gibt es schon ab 149 Euro. Im Netz kosten die beliebten On-Ears satte 15 Euro mehr und im Markt könnt ihr die direkt mitnehmen. Natürlich gibt es auch schlechte Preise. Die Magnat Soundbar zum Beispiel kostet im Laden 309 Euro. Kauft man die im Netz, sind es 186 Euro. 123 Euro weniger. Soll es ein Smartphone mit großer Kamera sein, bietet Mediamarkt das Galaxy K-Zoom für 409 Euro. Im Netz kostet es 298 Euro. Ich meine, was soll denn das? Auch das HTC One schlägt in die Kerbe und das Mini 2 kostet im Internet 80 Euro weniger als bei Mediamarkt. Die wollen nämlich 379 dafür. Wie man sieht, vergleichen ist die beste Medizin. Alle Preise gibt es jetzt natürlich auch auf computerbild.de und auch mit dem aktuellen Saturn-Prospekt.